Kann das ja nicht schwer werden. So, wo müssen wir denn hin? Da kommen sie schon hinterher. Hier ist aber nichts zu machen. Hier ist ein Brunnen. Hier ist der Brunnen. Den wir letztes Mal operiert haben, oder? Was ist das? Hier waren wir schon mal. Hier ist bloß das Wasser weg. Jetzt sind auch Lichter hier unten. Das ist alles irgendwie anders. Aber es ist genau dasselbe Spiel. Ja, es hat sich halt bloß... Kann aber auch keinen Hebel hier. Was ist denn hier passiert? Hä? Interessante Geschichte. Ach, jetzt geht's hier weiter. Ja, stimmt. Hier ist das mit den... Hier war das Monster. Das war hier? Ich gehe wieder. Warte mal, ich möchte noch mal oben gucken gehen. Als wäre es wie... Ach, die haben hier abgebaut schon, soll es wahrscheinlich darstellen. Ach so. Aber hier oben müsste ja jetzt der andere Brunnen sein. Der schon kaputt war, den wir kaputt noch gemacht haben. Aber hier ist was. Der ist ja schon kaputt gemacht. Ach so. Ich dachte, hier kann man irgendwie sich Pilze holen. Also... Hier war die Sicherung und hier war die Maschine, die es sogar noch gibt, aber ohne Kranhaken. Ja, ja, ist schon alles weg. Wir sollen irgendwas finden, ne? Also irgendwie hinter, dass wir noch was finden. Whee! Ich werde mir jetzt nochmal alles durchlaufen wahrscheinlich. Ja, einfach mal durchgucken. Aber hierhin waren wir ja noch nie wiederum. Ja. Da unten geht's weiter. Hier ist die Brücke zusammengefallen. Ja? Das war so, wo wir zu dritt drauf gestanden haben. Ich glaube, da war die Brücke zusammengefallen, ne? Hier oben ist der Lornmensch. Stimmt, und da haben wir einen Goldbrocken. Goldnugget. Und damit können wir was? Ne, das ist schon mal ein Teil vielleicht von dem. Ja, hoch kommen wir ja nicht mal jetzt. So. Ach, hier. Hier waren wir doch hoch. Ja, ja, das ist jetzt alles. Wir waren hier überall. Hier kommen wir nämlich wieder hoch. Also kamen wir hoch. Ne? Hier kommen wir wieder hoch. Muss jetzt drauf drücken. Und das geben wir dem mal ab. Ja, das wäre eine gute Idee. Wenn das denn funktioniert, aber eigentlich... Eigentlich müsste es offen sein. Nur für Angestellte sollte funktionieren. Eigentlich. Eigentlich noch unheimliche Laufwege jetzt. Nee, wir müssten es rein theoretisch auch nicht bei nach jedem abgeben. Ah. Wir haben ja drei Charakter. Ja, trotzdem. Ich will ja wissen, ob das das Richtige ist. Ja. Weil können wir die anderen Bäden ja dann sammeln lassen. Jo. What a fabulous replacement trinket. Oh, that will do. Ansonsten wäre es sinnlos, wenn wir es einsammeln könnten. Possession is 9/10 of the law. That other 1/10. Enjoy. ach, die kriegen jetzt ihr Teil. Ich bleib mal hier im Licht. In dem schönen Licht. Ach so. Ach so, ich muss jetzt. Ach so. Ich kann nur noch mit dem spielen. Das sind die wahrscheinlich fertig. Ja. Die haben ihr Rattengift. Ja. Passiert. Ach, die kommen jetzt aus der Höhle raus. Ich denke mal, die kommen jetzt aus der Höhle raus. Und ja, die Zwillinge werden als erstes. Jetzt kommt's Monster. Ja, wow. Das ist ja der dritte Platz sozusagen. Nö. Das ist der erste, weil das erste rausgeholt. Nee, der dritte. Nee. Weil immer als erstes steht immer der dritte Platz. Kann mir jetzt mal jemand erklären, wie lange diese Leiter ist? Eine Familie, die zusammenspeist. Alles erreicht. Die sind weg. Als nächstes um Hillbilly. Ja, nehmen wir einfach. Muss man jetzt hier hoch, ne? Weiß ich nicht. Ne, da oben war bloß der Fahrstuhl. Hillbilly kann tauchen. Ach, jetzt. Kuh. Ah. Was haben wir hier? Die Monster-Trophäe. Stimmt.
Genau, dafür hast du den leckeren Cracker gesetzt. als Entschuldigung, wenn sie was hat. Da hat sie also doch das Monster noch bekommen. Ja. Jetzt überlege ich, wer die dritte Figur ist. Ach, bestimmt dieser alte Mann. Welche alte? Den wir da zurückgelassen haben. Nee, nie dorthin stellen. Stimmt. Da ist der Mensch. Ja, lieber den Kommentar dazu, nee, oder? Ich bin jetzt umstellen. Kurz vorm Ende. Nochmal, Hillbilly. Dort. Schade, Hillbilly wird nie alles erreichen. Warum? Na, fehlt eine Karte. Ja. Aber wegen der geht's weiter. Wir wollen sie in die 100%. Eben. Aber bisher sind wir gut durchgekommen. Gut, wir haben uns mal zwischenzeitlich beim Hillbilly, um mal kurz zurückzureisen, bisschen blöd angestellt. Bei den Zwillingen wiederum ging das relativ zügig. Erstmal beim Hillbilly, ja, das war der Jahrmarkt, seine Aufgabe. Ja. Die war eigentlich witzig, muss ich sagen. Und ganz schön schwierig eigentlich. Das war eigentlich finde ich die schwierigste. Ja. Mit den Zwillingen musstest du auch mal ein bisschen hin und her, aber da fand ich, hattest du. Moment. I don't think its rightful owner will miss it much. Here you go. Oh. Nee, beim Hillbilly war wohl nicht am komplizierten. Das war auch relativ am Anfang vom Spiel. Da wussten wir noch nicht so richtig von der Spielmechanik. Ja. Okay, ja, bei den Zwillingen, dann hattest halt immer nur diverse Gegenstände. Da war es eigentlich relativ logisch, wie das die Abfolge ist. Außer mit dem Hund am Ende war mal kurz. Das war ein bisschen komisch. Ansonsten ging das. Ja. Vielleicht haben wir die jetzt noch bekommen. Hast du mal den Pfeil da? Randale der Woche. Ja, kenn ich Uni. Aha, aha. Vielleicht haben wir jetzt alle. Ah, nee, hier fehlt eins. Schade. Okay. So, und jetzt mit dem müssen wir jetzt wohin? Hier nicht lang. Nee, da kommen wir, müssen wir später lang. Nee, da auch nie. Hier oben auch nicht. Nee. Und hier hoch? Da runter vielleicht. Das könnte sein. Der Mensch hat nochmal den weitesten Weg. Ja, wie immer. Ins Nichts. Der Mensch hat wieder überhaupt keine Ahnung, was er machen soll. Eben. Ja, zum Mönch ist jetzt zu sagen, Also die Rätsel waren einigermaßen. Ich muss ehrlich sagen, die, also ohne Mist jetzt, ja. Gut, da kommst du nochmal ran. Ja. Also sind wir hier schon richtig. Die Aufgabe des Mönches hat mir von der Geschichte her am besten gefallen. Siehst von du? Den dreien. Hat jetzt nicht mit dem Mönch zu tun, sondern von dem, der es geschrieben hat für den Mönch. Aber jetzt natürlich muss der Mönch erstmal sein Geschenk finden. Da hat er den Knochen. Ja! Hier haben wir ja nicht. Und da oben ist ja Ende, ne? Hier oben war Ende. Was ist, wenn der einfach ohne ankommt? Der gibt den Knochen ab. Ach, hier hinten geht's auch noch weiter. Ja. Nee, warte mal. Ach, hier. Hier. Sparky. Spunky. Nicht Sparky. Oh. Wieso nimmt der einen Hund mit? Na, weil ein Hund einfach so ist. Ja, ist. Toll, der Mönch hat's am leichtesten gehabt und da ist erstmal wieder 10 Kilometer woanders hingelaufen. Oh, ich muss jetzt hier auch noch drücken. Für Mönch wäre es jetzt auch typisch gewesen, dass er da stehen bleibt. Ja, also. Jetzt mal selbst schon den Mönch nieder. Tja. Das ist es ja, glaube ich, gut, dass wir ihn jetzt abgeben werden. Wir haben die erste Generation Cave wahrscheinlich heute beendet. Ja. Aber wir können gleich sagen, wir machen weiter und machen die anderen Figuren auch noch. Ja, auf jeden Fall. Wie viel waren es? 7 insgesamt? Es waren insgesamt 7. Jetzt kommen die nächsten 3. Und dann wir werden natürlich die Rätsel alle mitmachen. Wir werden jetzt nie schneiden. Ja. Wir machen die, wenn doppelte Rätsel kommen, machen wir die halt nochmal. Aber da sind wir dann schneller. Ja, zumindest wenn wir es wissen. Wenn wir wissen, wie es ging, sind wir schneller. Ich weiß nicht, ob so viele Rätsel gab, die man unbedingt zusammenlöst. Na, die. Dazwischen immer mal ein bisschen. Ja. Klau mal eine Postkarte noch. Hey, it's not stealing if they didn't see you take it. Am I right? Kriegst eh einen Gegenstand. There you go. So. Hier, ich hab ein Pokal. Ja, du hast deinen Pokal wieder. Dein, der ist schon hier. Ah, also ist der Sieger. Ach Quatsch, das ist bloß dein Objekt. Ich bin der Sieger. Ja, du bist Ralf Siegel. Ich bin der Sieger.
Ich bin der Sieger. Mal sehen, was jetzt passiert. Ich muss erstmal wieder ewig die Leiter steigen. Ja, du bist bestimmt der, der jetzt ganz hoch muss, der Depp. Aber die warte letztes Mal auch nicht so lange, oder? Wut kocht über. Über. Der dunkle Meister. Ja. So. Well, you might think of this evening as a failure, but it was not. True, our friends did not learn the lessons they were meant to. They are destined to choose a path that can lead only to misery and disappointment. Not to mention a few lawsuits and possibly an embarrassing reality TV show. But I know you will leave here tonight with a new perspective on the choices to come. Someday, you yourself shall explore my mysterious depths. And when we meet again on that journey, I am confident you will make the right decisions. Because I am the cave. So. That's Double Fine Production. Created by one Gilbert. Oh, oh jetzt nein, ist schon vorbei. Das ist zu schnell. Ja, was soll man jetzt noch? Naja, wir können noch ein kurzes Rückblick auf Spiel sagen. Also, was war denn der beste Charakter? Der beste Charakter? Naja, jetzt mal abgesehen von dem, die wir gespielt haben. Von denen, die wir gespielt also, haben? Also von denen, ja, wer. Von den wer, dreien ja, jetzt. Bloß mal so und keine mehr so. Also am bösesten waren echt die Zwillinge. Ja, das auf jeden Fall. Das war echt eine böse Story, muss ich schon sagen. Das ist sehr grenzwertig. Naja, der Hillbilly, der war eigentlich eher traurig. Wenn du überlegst. Hillbilly war traurig. Obwohl er eigentlich auch nicht so aus auf dem ersten Augenblick. Lustig gemacht. Das hat, ich finde, das war gut, dass der gleich zuerst dran war, weil das hat Lust auf mehr an dem Spiel gehabt mit dem Karussell. Ja, und mit dem Mönch. Der ist eigentlich auch, es war friedlich, wo du dachtest, naja, gut, das ist halt. Aber ich fand Priester? Aber die Aufgaben, ja, war okay, aber. Also so von der Idee her fand ich es am besten, wie gesagt. Mhm. Aber so die Aufgaben, ja. Ich hätte es mir allgemein ein bisschen schwieriger vorgestellt. Ja. Es war gar nicht so schwer. Na doch, es war schon teilweise manchmal. Also, wenn man sich überlegt, es waren manchmal so logische Dinge, wie halt, wie du vorhin schon meintest, ein Generator, wo du aber erstmal da saß, Tja, Wie machst du das jetzt? Wie machst du das? Ja, aber. Oder einfach wie vor, oder wie bei der letzten Aufnahme, wo wir einfach da standen, wie machen wir das hier mit dem Wind? Ja, das stimmt. Sind einfach so Kleinigkeiten, die dann eben manchmal doch, gerade in der Aufnahme zumindest. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Nee, aber wir hoffen, dass wir für die nächsten drei das auch schneller hinlaufen. Auch wieder alle finden, alle Puzzles. Ja. Alle Bilder. Ja, weil da können wir, weil in der dritten Runde fehlt uns ja noch eine Person. No? Und da können wir einen Hillbilly schon mal wieder reinstecken, um dort das letzte Kartenstück noch zu finden. Aber ich rede jetzt schon gar nicht mehr von dem. Oder können wir unsere eigenen Let's Plays angucken und vom dann Hillbilly? Wissen wir das. Klar wissen wir das dann noch mit den Tickets. Ja, mit den Tickets, aber ja, das genau in der dritten Runde. Mit der Handel. Was war da mit der Hand? Mit dem Generator und dem Wahrsager. Eben, dann der Wahrsager mit dann mit dem Unglücksrad. Ja. Ja, das war, was war noch? Dann die exotischen Tänzer, wo du an den Vorschlaghammer gekommen bist. Die exotischen Tänzer musstest du ja anschalten. Die musstest du dann, die musstest du mit der Sicherung anschalten. Stimmt. Ach, das ist ja noch gar nicht so lange her. Nee, aber trotzdem, man muss schon wieder ein bisschen überlegen. Ja, stimmt. Weil ihr seht ja jeden Tag eine Folge. Also wer es regelmäßig verfolgt. Ja. Und wir spielen das ja meistens am Stück und dann haben wir ein bisschen Pause und da ist es für uns, vergeht die Zeit natürlich länger. Sega? Ach, Sega hat ja mitgespielt. Ja, Sega hat mitgespielt. Ja, doch. Hast du Sonic nie gesehen? Aber es war noch schon ganz schön, du merkst halt wirklich, dass der Monkey Island früh gemacht hat, der Ron Gilbert. Ja, das, also, das war, so geil, manche, war perfekt. Manche Anspielung drauf. Ja, aber trotzdem war es perfekt. Also besser als viele andere Clickpoint-Adventures. Es ist aber halt immer so. Ich sag mal, die ganze Schiene von Monty ist es nicht mehr. Nee, soll es ja auch nicht. Ja, es ist halt wirklich eine komplett andere Schiene, aber irgendwie auf seine Art lustig gemacht trotzdem. Ja, das ist richtig. Wir müssen jetzt den Abstand nur durchquatschen, das weißt du. Ja, ich weiß. Irgendwas muss uns einfach wenigstens einmal für den Abspann. Beim zweiten Mal gibt's das dann nicht mehr. Nee, dann lassen wir den Abspann dann weg und sagen tschüss, ab zum nächsten. Genau. Ja. Nee, aber ich finde, meine persönliche Meinung ist, Monkey Island war schwieriger als das hier. Ich habe Monkey Island, wie gesagt, außer dem vierten Teil? Den 3D-Teil? Den 3D-Teil, genau, den habe ich gespielt. Ja.
Ansonsten hatte ich mir das halt bloß mal angeguckt. Ich finde halt bei Monkey Island war halt, also für mich ist das Schwierige immer, du hast immer etliches im Inventar. Du hast ein Inventar gehabt, ja. Richtig. Und dann hattest du Millionen Ansichten, Maps. Und du wusstest nie, wann und du was genau. Genau, brauchst. Wo könntest du das jetzt brauchen? Und hier war es jetzt, du hast eigentlich nie was mit in eine andere Welt genommen. Eben, und du hast hier die Abschnitte gehabt, dort hast, du hattest nur höchstens 3 Gegenstände, also konntest du mit diesen 3 Gegenständen nur agieren. Und das finde ich halt aber auch nicht schlimm. Ich finde das auch okay. Macht halt auch Spaß, dass du halt immer einen Fortschritt hast. Ja, du hast nie so, du lernst irgendwie draus. Ja. Du weißt, okay, am Anfang, jetzt haben wir hier das und das, das brauchen wir auch noch. Wie diese eine Dose Mais, die da in den Typ geworfen hat. Ja, wir haben beide Dosen Mais niemals gebraucht. Ne? Außer du dachtest es natürlich, ja. Du wolltest natürlich die Dose Mais haben. Aber wir haben da drunter ja auch nie. Nee. Bei der Lava. Das ist dann wahrscheinlich diese eine Person. Und was mich noch verwundert, wir sind an einer Stelle ja gleich zu den Zwillingen gegangen. Was war auf der anderen Seite mit dem Tempel? Na, mit den Ägyptern, was ich gesagt hatte. Stimmt. Da fehlt mir auch noch was. Also vielleicht, wenn wir jetzt in den Teil im nächsten Part mit den anderen drei alle Maps finden, müssen wir die Zwillinge mitnehmen, Hillbilly und den letzten, den wir noch übrig haben. Weil mit den Zwillingen sind wir definitiv auf der Schiene, dass wir nach Ägypten kommen. Ja. Es sei denn, es ist natürlich totaler Fehltritt und wir kommen bloß in eine Sackgasse. Oder nach Japan. Oder kleinen Zoo. Und überspringt einfach das Ganze. Stimmt, der Zoo war ja auch noch, den habe ich ja komplett vergessen. Den haben wir ja gemacht. Aber das war einfach für alle eigentlich, glaube ich. Ne? Der Zoo war wieder für alle, ja. Ja, da hatte keiner. Was aber hatte der Zoo überhaupt groß zu tun? Das war da eigentlich bloß mit dem Monster. Das war mit dem Monster, dass das Monster erledigt werden muss. Ja. Hier, Firelight Technologies. Danke fürs Spiel. Gerne. Ja, machen wir da immer. So. Ja. Gut. Dann drücke Enter. Drücken wir jetzt nicht so, Enter. So, herzlich willkommen. Wir bleiben bei dem Bildschirm. Ja. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal dann mit den neuen Charakteren. Gut. Macht's gut. Ciao.